Teilnehmer im Finale werden sein Adonai, Henker, Seat, unser bosnischer Freund, Spektre von Omni, unser neuer internationaler Clan, falls ich das heute noch nicht erwähnt habe, der Stealth Warrior und unser zweiter bosnischer Freund, Crash Overdrive. Ich traue es mich fast nicht zu fragen, wer hier euer Favorit ist. Ich kann es schon riechen, welcher Name hier fallen wird, zuhauf. Und wir Crash, haben einen dabei, Crash, der, Spectre, genau. Crash, Spectre, Crash, Spectre. Genau Also ich so würde ja wird's quasi auf sein. Adonai und den Underdog. Also, jetzt die Runde beginnt jetzt, die Tipps jetzt abgeben. Ihr habt jetzt 1 Minute 25 Zeit. Ab 28:30 wird gestoppt. Ja, da hat man mich jetzt gerade ganz blöd abgeschossen. Ja. Sehr dumm, Henker. Stealth war auch nicht schlecht in der letzten Runde im Halbfinale. Den darfst du auch nicht, weißt du? Vernachlässigen. Ins Gesicht. In your face. So. So, ihr Lieben, 40 Sekunden noch. Wie gesagt, tippt, tippt, tippt. Die Teilnehmer sind Adonai, unser ältester noch lebender Panzerfahrer Henker, Seat, der Bosnier, Spektre von Omni, Stealth Warrior, Crash Overdrive, der andere Bosnier und zweifacher Rundensieger in den Vorrunden. 15 Sekunden noch. Okay. Sag die Noch Zeit. 5. Und die Tippabgabe ist hiermit beendet. Beendet, genau. So, ich kopiere es wieder So, gerade direkt wird hier mein Wrack raus. noch zur Seite geschoben. Und guck mal bitte, unspotted fährt er das Wrack weg. Unbelievable. King Max for the win. So. So, Spectre Wie ist so auch eine wieder Pistenraupe gespottet. hat er weggeschoben, Ja. du? So, mein Tipp ist Stealth. Ja. Ja, mein ganz klarer Favorit hier. Er wird zwischen Crash und Spectre entschieden. Und ja, ich vertraue wirklich jetzt, weil das einfach ein Schussmonster ist. Crash Overdrive wird hier für mich ganz klarer Favorit sein. Ja, schauen wir mal. Also, Nein, das ist okay, so. Start in 35 Sekunden. Oh, da hat nochmal der Piranha nochmal kurz einen abgeblasen. Nur Gold extra, der Piranha das Amorek zerballert. 9 Sekunden. Rennen beginnt genau in 5. Oh, Oh, da der geht, das Crash. riecht nach Gut, Frühstart. knapp, knapp, knapp. Ja, und er bleibt stehen. Ah, und sie hat Bleibt fährt im Spectre hinten Frühstart. drauf. Ist erlaubt. Und da Henker und Stealth Warrior, die rangeln da schon wieder. Stealth Ich ist ein denke, Rangler. Crash macht sich an die erste Position. Ja, Krass, wie der definitiv. Crash den Adonai noch weggeholt hat. Ja, vor allem jetzt guck mal bitte, halt mal die Kamera daneben und guck mal, wie viel Meter der macht wirklich akribisch Boden gut. Das siehst du ganz klar. Der Spektrum und Adonai rangeln. Ja, er fährt halt permanent mit 52, 51 und wenn ich jetzt mal bei Spektre Der drauf macht gehe, wenig Kurven, weißt auch. du? Ja doch, die anderen fahren das auch noch. Ich denke, dass Crash einfach eine So. unglaublich gute Linie fährt. Aber Ihr die müsst fährt jetzt darauf Spektre achten, eben wie sie durch auch. die Häuser fahren. Ne? Da gab es eben auch Fehler. Units, wir erinnern uns, falsche Seite vom Genau. Haus, rechts lang muss gefahren werden. Und ob jeder seine Schießscharte finden wird. Und jetzt wird man Ja. wahrscheinlich auch direkt sehen, was 20 Meter ausmachen beim Schießen. Also das wird schon ein guter Batzen sein. Ja, in der Boah. Tat. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. So, wir gehen auf So. Crash, oder? Ich schau bei Spectre. Schau du bei Crash? Der Der war war daneben, glaube daneben. ich. Der war trocken.
Der war drin. Ich denke, der hat gesessen, der erste. Zwei hat er getroffen. Zweite ich auch. Ich glaube, zwei Treffer, ein Fehlschuss. Ich glaube, bei Spectrum alle gesessen. Crash ein Fehler, Seat ein, Spectre 0, ja. Spectre 0, absoluter Wahnsinn. Ja, aber man sieht hier, wie gut die schießen können. Also keiner mehr ja. Wie ein Fehler. Also das sind. Und zweimal 0. Also das schon auf die Entfernung mit dem Gerät. Hut ab. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, den IS-4 einfach nur zu treffen, sondern es geht darum, diese kleine Fahrerluke, diese kleine Platte, die muss getroffen werden als Zielscheibe. Man muss ja sagen, wer die Vergangenheit von uns kennt, wir haben schon viele Events damals mit Alt-Omni und PTS gemacht. Noch nie hat einer aus einem der internationalen Clans hier bei einem unserer Events gewonnen. Und Spectre wäre heute wirklich bei seiner ersten Fahrt für Omni der ja. Erste, der mit dem internationalen Clan hier den Pokal abräumen würde. Wir sind gespannt. Und Spectre ist gespottet, by the way, wieder. Und Stealth Warrior ist nicht schräg gefahren, hat er viel Zeit verloren. Mal gucken, welche Route Spectre wieder nimmt. Nein, er nimmt diesmal nicht die Einkufenrunde. Schaut mal auf Crash, was der denkt sich, was genau. Da Crash. Hinten rum. Crash wird jetzt hier, glaube ich, links in diesen Zaun reinfahren. Ja, die Route ist extrem gut, glaube ich. Au! Au, das hat wehgetan. Das kostet mindestens 3, 4, 5 Sekunden. Jetzt kommt Henker nach, jetzt kommt Henker nach und der Rest. Ja, Henker aber er hat wieder sein Tempo. Das ist kein Sport für Henker, Freunde. Biathlon ist kein Sport für Henker. Ja, Spectre ganz klar vorne, Stealth Warrior. Aber es ist ja so, ich glaube, bei der Entfernung ist es halt nicht mehr ganz 100% sicher, dass man auch trifft. Ich denke, man muss wirklich mit mindestens einer Strafrunde rechnen. Schau mal bei Spectre, ich guck mir mal Spectre an. Ja, ich bin jetzt auch mal auf Spectre, wie er schießt. Spectre spotted. Also wir können nur hoffen, dass Crash auf wenigstens auf Platz 3 landet, damit er sein Gold für die Kuh wieder raus hat. Und jetzt bin ich gespannt. Treffer? 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 Und nochmal. Wahnsinn. Wahnsinn. Der weiß man nicht. Der war ein bisschen tief, oder? Spectre ja, ein, ja. Tief, der letzte. Trotzdem, alle drei mittig. Jetzt, der war ein bisschen tief, aber alle drei. Crash, ich glaube, der war ein bisschen zu hoch bei Crash. Der könnte gesessen haben. Der war der zweite. Ach, Crash hat, glaube ich, auch einen. Der hat zwei. Der hat zwei. Crash 0. Okay, jetzt hat Crash wieder wirklich eine Chance. Also Spectre wird zwar vorne, aber eine Strafrunde. Es müsste reichen, dass Crash so halbwegs aufschließt. Ja, Spectre kommt vor ihm raus, aber wir er kann aufschließen. Sein Fahrstil. Der macht viel mit Fahren gut. Es kommt auf das letzte Schießen an zwischen Spectre und Crash, unsere beiden Favoriten. Hat er Glück. Aber wie gesagt, das wird bleibt vorne. Das letzte Schießen wird zwischen den beiden entscheiden. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, die beiden haben jetzt wirklich den Vorsprung, den sie brauchen. Ist ja spannender wie Formel 1 diese Saison. Das erinnert mich immer wie aus den Boxen rausfahren, weißt du? Er darf halt keinen Fahrfehler machen, so wie eben, ne? Weil das ist sein wirkliches positives dass Merkmal. Er hier, genau, das positive Merkmal, dass er unheimlich gut gefahren ist die ganze Zeit. Und eben der Fehler, wenn du den mal wegrechnest, dann wären die jetzt beide gleich auf, ne? Aber Spectres Route ist halt am nächsten an der Diagonale dran, also am kürzesten Weg. Deswegen, ja, das dieselbe genommen. Ja, genau. Ja, weil er wahrscheinlich jetzt keinen Fehler machen will. Er will dranbleiben und hoffen, dass Spectre einen Fehler macht beim Schießen. Ich meine, Spectre hat den Druck, er weiß, er ist vorne, aber der kann sich auch keine Zeit lassen beim Schießen. Das ist genau das Problem, was er hat. Aber ich denke, er muss sich Zeit lassen beim Schießen, ansonsten. Das sehe ich genauso, genau. Sonst verkackt das. Also, er hat gute 2-3 Sekunden, wo er aimen kann am Anfang, weil die hat auch Vorsprung. Ganz knapp an der Hauskante lang. Er hat aber leicht eine Kurve. Er ist wieder gespottet, by the way. Guckt einer von euch auf Crash? Ich schau mal auf Crash jetzt. Guck ich mit LTSR, Spectre. Und er hat aufgeholt. Crash hat wieder aufgeholt. Ein bisschen. Ja, leicht. Aber Crash fährt wirklich ganz sanfte Kurven nur. Er versucht so viel Geraden wie möglich zu fahren. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis von ihm. So, Spectre aimt. So. Mal ganz nah an den Crash Reise, aimt jetzt auch. Treffer. Meinst du? Der war drin. Der sah mir daneben aus. Der war auch drin. Dann war der auch drin. Crash hat getroffen. Oh, das sind, glaube ich, ohne Fehler. Der war daneben. Crash hat verschossen einen. Spectre ein daneben.
Ich glaube Crash auch einen. Und Crash ist er? Nein, ist es, nee, aber Freunde. Crash 2, ja. Ich glaube, wir haben den ersten internationalen Sieger seit Ausrichtung der Olympischen Events. Ich würde. Naja, er kann ja noch das Haus umfahren, man weiß es ja nicht. Komm, Crash, schubst ihn rein. Crash? Werde unfair, Crash, werde unfair. Er hat schon mit Clanbo-Sperre gedroht, aber das bringt ja in dem Fall nichts. Nein, aber es freut mich ganz besonders, dass Crash hier Gold abgrast. Ich denke, das kann er gut gebrauchen. Er hat viel ausgegeben als Warleader während der Kampagne. Ganz sicheres Umkurven von Spectre und da kann man nur sagen. Den Henker. Astreine Leistung. Henker hatte einen. Im Schießen. Okay. Also, das könnte also nochmal. Muss wirklich sagen, aber Platz 1, es gab kaum jemanden, der besser geschossen hat wie Spectre heute. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Absolute Top-Leistung. Gratulation dazu. Herzlichen Glückwunsch, Omni. Ich habe ein Drehzahlmesser an und der Mutter verreckt ihm jetzt. Ah, doch nicht. Hatte Crash nicht nur eine Strafrunde, weil er zweimal rumgefahren ist? Nee, er hatte zwei. Okay. Also ich glaube, die meisten werden auch. Spectre und herzlichen Glückwunsch an Omni zum ersten Erfolg innerhalb der Community. Gratulation. Okay. Haben sich die 30.000 Gold für den Aimbot gelohnt, ne, Spectre? Krass, krass, krass. Spectre greift hier die Gold ab, das Gold ab. Unglaublich. So. Er fliegt direkt raus. So Leute kann ich gar nicht ab. Direkt um Schluppen hauen am ersten Tag, weißt du? So, schauen wir mal, wer alles Spectre gesagt hat. Zack. Spectre. Crash, Crash. Zack, zack. Muss ich echt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen den Spectre mit rauslösche. So, der letzte Code wird dir von Glenn MP geschickt, weil meine will ich jetzt festhalten, die restlichen. Ja, ja, so, wir haben. Glückwunsch schon mal an alle, die Spectre getippt haben. Eins, zwei, drei. Dabei. 12 Leute, die Spectre getippt haben. Okay, so. Und zwar tippen wir 1 bis 12. Und wer wird es sein? Wer wird es sein? Die Nummer 1, okay. Und das ist Crazy Moving. Herzlichen Glückwunsch, der Erste, der Spectre getippt hat. So, und ich habe uns mal den Sieger in den Channel gezogen. Auch genau. Wenn es manche nicht... glauben, aber trotz dass er im internationalen Clan ist, der Spectre versteht unsere Worte, denn der Spectre ist deutschsprachig. Spectre, herzlichen Glückwunsch an dich und deinen Erfolg beim heutigen Tank-Biathlon. Ja. Bist du überhaupt da oder bist du feiern? Nein, ich bin natürlich da. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die Teilnahme, dass es trotz noch keiner Clan-Zugehörigkeit schon mal möglich war. Ansonsten habe ich das Beste für meinen Clan gegeben. Kann man so sagen. Hat auch hingehauen. Ansonsten ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, Spectre? Das seit Bestehen der OMC hat hier noch weder ein Team der Pirates noch von Omni jemals den ersten Platz abgeräumt. Du bist quasi für Wiedergeburt Omni der Erste, der für den internationalen Clan bei einem unserer Ode Mortis Community Events hier den ersten Platz abgrast. Und ja, das ist schon atemberaubend. Und das an deinem zweiten Tag hier auf unserem TS. Ich werde natürlich dafür sorgen oder Sorge tragen, dass es weiterhin so gehandhabt wird. Für Frage, den Clan. Wie viele Skills hattest du auf deiner Crew? Da waren jetzt 3 Skills komplett und der vierte Skill bei 86%. Ja, Freunde, da wisst ihr, warum er so gut geschossen hat hier und so rasant fahren konnte in den Kurven. Ja, danke dir Spectre, nochmal herzlichen Glückwunsch, ich schieb dich nochmal hoch zur Siegerehrung. Der Stream wollte dich hören, deswegen haben wir dich mal runtergezogen, wie gesagt. Ja, ich bedanke mich natürlich noch bei der Unterstützung, der ja, die für mich getippt Crash. Haben. Ja, das waren einige, 12 Leute, ja. Also, danke dir und ab zur Siegerehrung.